Hallo zusammen, heute teile ich mit euch meine drei Lieblingsbücher auf Deutsch. Zuerst haben wir die Geschichte von Herrn Sommer von Patrick Süskind. Ein faszinierendes Buch über die Abenteuer von einem kleinen Jungen und seinen geheimnisvollen Nachbarn während eines Sommers. Die Sprache ist sehr schön und die Geschichte hat diese philosophische Tiefe. Als nächstes kommt Ein fliehendes Pferd von Martin Walser. Tragikomödische Geschichte über ein Ehepaar und ihre Begegnungen mit der Vergangenheit. Die Dialoge sind super humorvoll. Und das letzte, mein Favorit, ist Vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Wells. Eine sehr berührende Geschichte über die Lebensreise von Geschwistern. Für heute wäre das alles. Was ist eure Lieblingsbuch auf Deutsch? Schreibt bitte einen Kommentar und bis nächstes Mal.